Hallo! Hey, Party? Bitte Party? Party vorbei! Holz. Oh Gott, bitte nicht. Alter. Wo ist jetzt? Oh Gott, kann ich hier stehen bleiben einfach? Ja, kann ich. Will nur mal gucken, ob. Genau, das dachte ich mir nämlich, dass da noch irgendwo was kommt. Wir bleiben einfach mal hier stehen. Da hinten ist nämlich Land. Ja? Sowas habe ich mir fast gedacht. Ja. Ansonsten müssen wir dann. Oh, oder? Ach, verdammt. Kurzzeitig berühren können wir uns ja, glaube. Hey, hallo! Der ist aber echt fies versteckt, muss ich sagen. Schon ein bisschen fies auf jeden Fall, ja. Mal jetzt so. Oh, ich habe Rex vorhin gesehen. Da hinten. Da hinten ist der Spielautomat. Was ist bis dahin? Da geht's noch. What the fuck? Ich will eigentlich nur die Federn haben. Das ich muss sie alle haben. Es geht einfach nicht anders. Die Fähigkeit mit dem Ansaugen, die ist schon echt nicht verkehrt. Also mit dem, dass er die mit der Zunge holen kann. So, das ist aber die letzte. Und da müssen wir hier vorbei. Hey, Überraschung! Überraschung! Oh. Danke. Einer fehlt noch. Sind wir erstmal wieder voll. Oh nein, Augen. Augen! Er hasst Augen. Jeder hasst euch. Ach, gut. Ich kann ja eigentlich. Mal ausprobieren. Ich bin umgehauen. Wirklich. Fucking ernst. Ein Einkaufswagen, der ohne Aussicht ist, wäre krank. Ich ignoriere den jetzt einfach mal. Ach nee, jetzt Geräusche, wenn ich den auf. Wenn ich den auf. Echt springe? Yeah. Okay, wir gehen zum Einkaufswagen. Shit. Eine geile Welt. Ich feiere das immer noch so hart gerade. Hier ist irgendwas dahinter. Ah, okay. Ah, okay. Lass los an. Ich weiß, es ist lecker, aber. Reden wir mit dem Einkaufswagen. Aber erst den Genug, dann reden wir mit dem Einkaufswagen. Geht gleich los.
So, jetzt hätte ich falsch vergessen, das Mikrofon anzumachen. So, da, ich bin absolut. Ich will gar nicht wissen, wie der heißt. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ja, erstmal andecken. Hallo! Hallo! So begrüßt man sich unter Eidechsen. Hallo! So. Hallöchen. Alles in Ordnung hier? Ihr müffelt's ein wenig. Mein Name ist Jolly. Ich bin dafür verantwortlich, dass das Wasser hier frisch und sauber bleibt. Jolly? Du machst da was verkehrt. Definitiv, mein Freund. Und bist du nicht arbeitslos? Da bist du nicht arbeitslos? Ja, keiner hat bemerkt, dass die Maschine kaputt gegangen ist, während ich im Urlaub im Kapital-Casino gemacht habe. Mann, das war ein Wochenende. Ja, komm zu dem Teil, an dem wir dir helfen. Alle Schalter da oben müssen betätigt werden, damit der Wasserfilter neu gestartet wird. Meine Räder sind nicht mehr das, was sie mal waren. Können mir den Schalter mit den Schaltern helfen? Ihr müsst mit dem anfangen, der hier neben mir ist. Helfen dir, Jolly. Super Sache. Ich habe dieses Stück Papier, das ich aus dem Abflussrohr gefischt habe, als Belohnung für euch. Das klebt. Da kleben auch noch anderes Zeug, dann könnt ihr erhalten. Danke. Yeah. Ich hoffe, dass das Papier ist golden und nicht weiß. Und war mal dafür gedacht, jemanden Arsch abzunehmen. Okay, kriegen wir dann sauberes Wasser? Und warum schießt die blöde Vieh auf uns? So, das ist bestimmt der nächste Knopf. Was? Ich ignoriere euch übrigens einfach. Ich habe das in Ordnung. Und das alle? Bitte. Ja. What? Eine Sekunde, ey. Oh, das Wasser wird wieder sauber. Oh nein. Das Wasser, es ist wieder sauber. Tausend Dank, Leute. Ihr schickt Papier aus dem Abflussrohr. Solltet ihr vielleicht besser mit Handschuhen anfassen. Oh. Boah, jetzt überkam ich aber gerade die Müdigkeit, ey. Ich will den Päschchen nicht. Können wir den hier lassen? Ich will den wirklich nicht. Oh, diese blöden Bienen, ey. Die hasse. Oder hab ich geschossen? Ja. Noch irgendwo was? Jemand in der Mitte? Oder dass hier noch überall diese blöden Bienen sind, die gerade auf mich schießen? Das heißt doch aber jetzt eigentlich, dass ich ins Wasser kann, oder? Oh nein! Wie die Welt jetzt einfach mal doppelt so groß geworden ist gerade. Oh Mann. Yeah. Ah, falscher Knopf. Wie geht's hoch? So geht's hoch. Muss ich hier vielleicht einfach die Pilze kaputt machen? Ja. Das war jetzt nicht so schwer. Alter, ist das laut. So, jetzt haben wir schon mal die DNA. Ich weiß noch gar nicht für was, ehrlich gesagt. Wir laufen da einfach mal rein. Einfach machen. Gar nicht nachdenken, einfach machen. Muffiger Korridor, okay. Ich will gar nicht wissen, was hier so muffig ist.
Ja, genau das hatte ich ehrlich gesagt vor. Denn das war mir fast klar, dass wir das in der Blase nicht schaffen. Müssen noch im Welt 1. Ich habe da ein Rätsel gelöst. Mit der Fähigkeit aus Welt 3, wohlgemerkt. Nicht ohne. Okay, wir müssen nach oben. Mit dem Knopf geht's hoch. Wo wir uns hier wegtreiben lassen. Immer nach oben. Und zur Seite. Danke, 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 danke. Hier müssen wir wieder zur Blase werden, sonst kommen wir nicht weiter. Was ist das denn? Es klingt sehr elektrisierend. Was passiert hier? Ja. Das habe ich irgendwie fast erwartet. Ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen habe ich das erwartet. Ja. Nein! Langsam. Er treibt uns wieder zur Seite. Ah, verdammt, ich wollte da drauf stehen bleiben. Da ist eine Feder auf dem Knopf. Kamera ist hier unten ein bisschen tricky. Bin mir nicht sicher, was da passiert. Überhaupt keinen Plan, was da passiert. Da ist ein riesen Tank hier. Ist hier vielleicht einfach die Reihenfolge oder so? Und wieso ist der unten? Ach, ich kann dieses blöde Ding bewegen. Ich kann das doch jetzt nicht nach. Oh, der Blase. Ja, da schiebe ich es nur wieder zurück. Wo muss es denn hin? Ah, ich muss 2 Knöpfe gedrückt halten. Okay. Habe ich denn noch was, was ich da hinschiebe? Ich bin gerade ein bisschen. Ich bin nur ein so Teil. Aber das ist eigentlich. Ja. Hier unten was? Ne. Das ist ja wieder zu. Was? Alle offen? Kann man eine neue Blase machen? Ach komm! Ah, oh, Mann! Hat gereicht. Oh oh. Ja, schieb mich doch mit! So, mach schon. Nur nicht so schnell. Er denkt sich denn so eine Level aus, bitte! Irgendwas. Nein. Weil man auch nicht zurückkommt, ne? Heißt, wer hier alle Peachies, Federn will. Und hier eine verpasst. Da hat hier ein Problem. Da macht den ganzen Müll nochmal. Und Blase platzen lassen. Und Loot geht ab, Peter.
Abfragen schaffen, jawohl. Fuck. Aber wie kann ich die denn besiegen, ey? Wenn ich das wüsste. Vielleicht so. Vielleicht kann ich die so besiegen. Ja, ich kann die so besiegen. Sehr geil. Sehr geil. Und eine Abkürzung. Und ein Ausgang. Egal, wir gehen zum Pitchy holen. Und raus hier. Weiß ich endlich, wie man euch besiegt. Drecksviecher. Ja, genau. Ja, hallo? Hilfe, ich werde hier unten von Dornen zerpiekst. Ja, jetzt nicht mein Problem, oder? Aber ich krieg die Dornen nicht kaputt, oder? Nein. Boah, noch so ein blöder Eingang, bitte. Hier liegen aber ein paar Knochen. In der Mitte ist scheinbar auch was. Danke, danke, danke. Okay. Scheint aber so nichts weiter in der Mitte zu sein. Das heißt, wir gehen mal hier rein. Aber vielleicht die Katze unter Wasser quatscht gleich fertig. Sumpfstation. Okay. Mit vielen Kollegen. Ich brauche. Wow, sind ja viele. Ich brauche Schmetterling, 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 Schmetterling. Ja, ich betäuben. Alter, das sind so viele hier. Wieso können wir die bloß mit diesem blöden Luftwirbel angreifen? Keiner ein Schmetterling? Aber gib mir mal die. Oh, Glas! Ja! Von der ersten Welt, glaube ich. Ach, da mal den blöden Luftwirbel. Bin auch gleich. Ja, Schmetterling! Ja! Okay, wir besiegen die mal. Vielleicht kriegen wir dafür auch was. Nein! Weg! So, zwei. Und noch einer. Komm her, mein Freund. Wo willst du hin, Kollege? Hättest du Angst, hä? Oder deine Freunde? Ja! Tschüssi! Dafür gab es immer was? Ach komm schon. Hier müssen wir auf jeden Fall ins Wasser, würde ich behaupten. Gucken wir erstmal hier im Wasser. Hallo. Oh! Ach, komm.
Unter Wasser, die blöde Vieh. Ja, also der abhaut. Ah! Ja, blöde Vieh. Oh, fehlt bloß noch einer? Es fehlt bloß noch einer, und zwar der Hunger hat. Cool. Ab nach oben. Ja. So, mal ein bisschen Screenshot gemacht. So, nun wollen wir mal. Ja. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ne, das ist nur das, wo wir hergekommen sind. Ist ich da vielleicht einfach durch? Man sollte vielleicht auch springen, ne? Mal kurz warten, bis wir uns ein bisschen aufgeladen haben. Können wir schnell Schluck trinken? Ganz schnell! So. Ja, ist wieder voll. Ja, jetzt stockt das natürlich. Okay. Ich dachte, diese Attacke macht Glas kaputt. Er hat uns noch extra was da oben. Da oben ist was. Wie kommen wir denn hier weiter? Ich meine, der hat uns doch extra gewarnt. Wer vorsichtig sein soll bei Glas. Sind wir schon wieder an der Stelle, wo wir nicht sein sollen? Nochmal hier unter Wasser. Aber hier ist auch nicht. Da war bloß der Kollege. Verdammt. Aber wir können ja auch nicht zurück, oder? Ich habe das jetzt etwa oder nicht. Aber er hat gesagt, dass man es so kaputt macht. Sollen vorsichtig sein bei Glas. Achso. Na gut. Ach komm, da reinschwimmen. Ist das schon der Ausgang oder? Ja, da war schon der Ausgang. Ja, den kriegen wir da auch nicht raus. Oder? Können wir vielleicht von oben passend rein. Ja, sieht nicht so aus. Ah, schauen wir mal nach oben. Gucken wir mal, wo wir sind überhaupt hier. Ah, wir sind noch hier. Da können wir uns verwandeln. Vielleicht kriegen wir so den Kollegen gleich raus. Und die Scheibe kaputt. DNA haben wir ja schon. Hi, Dr. Octopus. War das Dr. Octopus?
Oder Doktor, was hast du dieses Mal für uns, Doc? Oh, hallo. Ich hatte nicht mit euch gerechnet. Zu schade, dass sich unsere Wege an einem solch klammen und muffeligen Ort kreuzen müssen. Ich dachte, du würdest dich inmitten des Schiffs wie zu Hause fühlen. Da fällt mir was ein. Ich habe eine ganz besondere Transformation vorbereitet. Die nächste Gestalt ist sogar so mächtig, dass dieser Dummkopf Dr. Quack sie gar nicht verstehen wird. Wir sind bereit, Doc. Wir haben dein Molekül schon dabei. Super. Geht auf die Transformationsplattform und drücke A. Ja, ja, ja. Im DNA-Tor, ne? Wenn wir ohne Unterwasser machen, okay. Hauptsache, wir werden kein Fisch. Bitte nicht. Ich möchte kein Fisch sein. Hä? Hä? Ich dachte, es wäre hier unten. Okay, wir gehen mal hoch. Hui! Na was? Ah ne, das ist hier. Nicht so weit. Na gut. Egal. Achso, das ist schön. Seid ihr bereit zur Transformation? Ja, 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 ja. Okay, wir sind auf jeden Fall unter Wasser nach der Transformation. Ach Gott. Hervorragend. Eine Transformation nach meinem Geschmack. Drücke L und A, um mit dem Schwarm zu schwimmen und X, um anzugreifen. Oh Gott. Bitte nicht. Oh mein Gott. Lass uns Screenshot machen. Alter, was war das denn? Wie schwimmen wir nach unten? Ach, das ist angreifen. Hä, wie schwimmen wir denn nach unten? Oh Gott, was sind das für eine dämliche Steuerung jetzt? Kann ich jetzt hier reinschwimmen? Ja, kann ich. Alter, die sehen so doof aus. So, jetzt kann ich auf jeden Fall in den einen Eingang, der verschlossen war. Kann ich hier rein jetzt? Ja! Ist auch viel zu klein, da kommen wir so gar nicht rein. Dämmerschacht. Okay. Okay, okay, wir kommen also gegen den Strom nicht an. Das geht gut. Da kann man nicht viel schneller auf- und abschwimmen. Okay. Geht das ab und zu aus? Ja.